Am 9. März brachen Sheriffs in Chicago die Tür zu Pat Hills Haus auf, in dem sie 17 Jahre gelebt hatte. Hill war gerade im Begriff, eine neue Hypothek mit der New York Mellon Bank auszuhandeln, als die Polizei in ihr Haus kam. Sie brachen das Haus auf und zwangen ihren Mieter John Newman, einen Irakkriegsveteran, zur Räumung seiner Wohnung. Will J.R. Fleming ist Vorsitzender der Anti-Räumungskampagne in Chicago. Er beschreibt, was sich danach spielte. Das Loch dort in der Tür ist von der Cook County Polizei. Sie kamen mit einem Räumungsbeschluss, der sie zum gewaltsamen Eintritt ermächtigt. Und was sie machen, sie klopfen nicht, sie kommen direkt rein mit einer Ramme und richten dadurch großen Schaden an. Aber Pat Hill sagt, dank der Unterstützung der Community konnte die Polizei sie nicht zwingen, das Haus zu räumen. Die Sheriffs waren nicht erfolgreich damit, mich aus meinem Haus zu entfernen. Sie kamen in mein Haus, nur meine Tochter war hier. Das ist ihre Arbeit. Sie kommen in dein Haus und sie brechen die Tür ein. Dann kommen die Banken und schicken ihre Leute, um dich und deine Sachen herauszubekommen. Seitdem veranstalten die Aktivisten von der Chicago Anti-Räumungskampagne und der Bewegung Take Back the Land und von Occupy in House Chicago eine Räumungsblockade vor dem Haus im Süden von Chicago. Abgesehen von der 24-stündigen Mahnwache haben die Aktivisten auch an Demonstrationen teilgenommen und an direkten Aktionen gegen die New York Mellon Bank und die Räumungsfirma mit dem Ziel, sie zu neuen Verhandlungen zu zwingen. Sie waren so erfolgreich, dass ich gestern Abend eine E-Mail von dieser Firma bekommen habe, die als Copy auch an den Verleiher geschickt wurde. Sie teilen mit, dass sie von der Räumung dieses Besitzes absehen. Yesterday evening I received an email from that company CC to the lender, the representative from the lender, that they have resigned from working with them with any of the properties. Fleming says, trotz eines kürzlich vereinbarten Vergleichs in Höhe von 25 Milliarden Dollar wegen betrügerischer Praktiken bei Räumungen zwischen den fünf führenden Bankhäusern und der Regierung, bleibt Gerechtigkeit im Wohnungswesen weiterhin ein Thema, das auch auf unterster Ebene angepackt werden muss. Eine Menge Leute haben gedacht, dass diese Probleme, die sich bereits vor Jahren überall im Land entwickelten, langsam gelöst werden könnten, wegen der Rettungspakete für die Banken und wegen der Einigung mit dem Bundesstaatsanwalt. Aber tatsächlich leiden die Hausbesitzer am meisten unter der Lage und sie leiden weiterhin, trotz der Regelungen, die getroffen wurden. Es gibt jetzt mehr Leute, die von Räumungen bedroht sind, als vor einem oder zwei Jahren. Fleming beschreibt die Arbeiten, die er mit der Anti-Räumungskampagne in Chicago durchführt. Sie helfen Hausbesitzern, die von Räumung bedroht sind, in ihren Häusern zu bleiben. Und sie helfen Obdachlosen, eine Wohnung zu finden. Wir helfen in der Community und identifizieren von Räumung Betroffene sowie verlassene und leerstehende Häuser. Wir reparieren sie und stellen sie obdachlosen Familien mit ihren Kindern zur Verfügung. Wir haben auch Hausbesitzer, die Schwierigkeiten haben, in ihren Häusern zu bleiben. Wir gehen gegen Räumungsklagen vor und wir versuchen Wege zu finden, die Banken und ihre Hypothekenvermittler dazu zu bringen, die Bedingungen neu auszuhandeln. Im Fall, dass die Hausbesitzer ausgezogen sind oder illegal zwangsgeräumt wurden, finden wir zu einem Prozess, um sie wieder zurückzubringen. Wir haben inzwischen 7 Häuser in Chicago befreit. Hausbesitzer konnten Veränderungen an ihren Hypotheken vornehmen lassen. Wir haben es ermöglicht, dass 3 Hausbesitzer in ihre Häuser zurück konnten. Und vor einem Jahr haben wir geholfen, ein Moratorium für Räumungen zu erreichen. Für lange Zeit war sie eine politische Aktivistin in der Gemeinde, Lehrerin und auch Assistenzprofessorin an der Northwestern Hochschule. Hill ist zudem pensionierte Polizeibeamtin und zurzeit die Direktorin der Polizeivereinigung, einer Graswurzelbewegung von afroamerikanischen Polizeibeamten, deren Ziel es ist, die Beziehungen zur afroamerikanischen Gemeinde zu verbessern. Nachdem sie bis jetzt in der Lage war, ihre eigene Zwangsräumung zu verhindern, berät Frau Hill nun diejenigen, die in einer ähnlichen Lage sind, um sich zu verteidigen und damit sie ihre Häuser nicht verlassen müssen. Also jeder, der sich mit einer Situation konfrontiert sieht, in der er nicht in der Lage ist, seine Hypothek zu bedienen, oder so wie in meiner Situation, verlassen Sie nicht Ihr Haus, insbesondere wenn Ihre Familie dort lebt oder wenn Sie eigene Arbeit investiert haben, wie wir es hier gemacht haben. Verlassen Sie nicht Ihr Haus. Reporting for the Real News, this is Jessel Noor in Chicago.